In diesem Video nehmen wir einen echten Bestseller unter die Lupe. Den Hurricane 3 Neo von DHS. Werfen wir zunächst einen Blick auf die nackten Zahlen. Der Hurricane 3 Neo kostet regulär knapp 33 Euro und bringt ungeschnitten etwa 65 Gramm auf die Waage. Der Offensivbelag kommt in einer vakuumversiegelten Folienpackung daher und ist sowohl auf dem Obergummi als auch Schwamm nochmal zusätzlich mit einer Schutzfolie versiegelt. Das Besondere beim Neo ist der werkseitig geboosterte, orangefarbene, sehr feinporige, mediumharte Schwamm, der seinen penetranten Geruch direkt nach dem Auspacken entfaltet. Darauf liegt das typische, leicht klebrige Obergummi. Markant auffällig sind die extrem flachen Noppen. Die Kombination ist made in China. Eine erste Überraschung zeigt sich im Dotztest, wo der Hurricane 3 Neo aufgrund seiner Klebrigkeit stark geschwindigkeitsabsorbierend ist und sich so als extrem langsam zeigt. Zugleich ist er aber auch sehr spinfreudig. Beim Einkontern bestätigt der Belag seine Direktheit. Trotz des speziell aufgeweichten Schwammes spielt sich der Hurricane sehr linear und undynamisch. So ist es wenig verwunderlich, dass die Kontrolle bei lockeren Topspins auf einem hohen Niveau liegt. Dabei unterstützt sicherlich auch das klebrige Obergummi, das den Ball stets sicher greift. Uns hat der Neo in Sachen Spielgefühl bereits nach wenigen Schlägen an einen Klassiker erinnert. Herausragende Eigenschaften zeigt der Belag im Kurz-Kurz-Spiel über dem Tisch. Hier profitiert man ganz klar vom fehlenden Katapulteffekt und kann die Bälle somit sehr kurz, zugleich rotationsreich, aber vor allem sehr platziert setzen. In Sachen Kontrolle dürfte der Belag dabei sogar eine echte Referenz darstellen. Eine der großen Stärken des Hurricane ist auf jeden Fall das tischnahe Blockspiel. Hier nimmt der Belag erstaunlich viel Tempo und Spin aus den ankommenden Bällen. Das führt zu einer erstaunlich hohen Kontrolle. Durch die Direktheit kann man die Bälle sehr präzise retournieren und bei Bedarf auch überraschend kurz ablegen. Die weiche Eröffnung klappt aufgrund des bereits erwähnten Klebeeffektes natürlich ebenfalls sehr souverän. Hier muss man bei den ersten Schlägen aufpassen, dass man den Ball nicht zu weit nach oben und damit über den Tisch hinauszieht.
Die Bälle bekommen eine sehr hohe Portion Rotation mit auf den Weg. Allerdings fehlt es hier auch etwas an Geschwindigkeit, Explosivität und Durchschlagskraft. Generell muss man schon ordentlich arbeiten, um den Hurricane 3 Neo zum Krachen zu bringen. In der Halbdistanz braucht er ordentlich Armzug, kommt also wirklich erst sehr spät und bei frontalem Balltreffpunkt in Fahrt. Auf der anderen Seite ist es aber auch hier wieder eine enorme Portion an Kontrolle, die für präzise und gleichbleibende Platzierung, vor allem auch beim Gegentopspin, sorgt. Uns persönlich hat der Hurricane 3 Neo zusammenfassend doch ein wenig überrascht. Wir hatten uns vom werkseitig geboosterten Schwamm deutlich mehr Explosivität und Dynamik versprochen. Doch im Endeffekt fällt er lediglich etwas weicher aus als in der normalen brettharten Variante. Dennoch ist der Belag gerade aufgrund seiner Linearität, Präzision und Kontrolle sowohl für Spin-Offensive, aber auch passivere Spielweisen interessant und dürfte aufgrund des nicht ganz so extremen China-Spielgefühls etwas Mainstream-lastiger ausfallen als der normale Hurricane 3.